Da kommen die ersten produzierten Batterien. Premiere. Yes. Mich eigentlich auch. Ja, für uns alle drei. Was? Wenn wir Jochen mit einrechnen. Tagchen, Leute. Wir sind hier stehen geblieben bei der Batterieproduktion und wir sind der junge Phil. Richtig, und ich der alte Phil. Geh mal kurz hier hoch aufs Dach unseres Filalu-Gebäudes, was jetzt nochmal 8 Segmente höher ist, weil wir hier unten ja Raffinerien reingebaut haben für die Batterieproduktion. Wir werden 60 Batterien pro Minute herstellen, also jede Sekunde zack eine Batterie raus. Das würde... Das wird heftig. Das wird heftig. Genau. Und da hinten, er speichert gerade, da hinten seht ihr wieder bunt, was ja flackert. Das ist der junge Phil. Und der baut jetzt unser Hauptgebäude, wo der Bahnhof drin ist und so weiter, unser Lagergebäude quasi aus. Da kommt die zweite Etage Bahnhof und darauf kommt dann der Drohnen-Airport. Genau, und für die Drohnen brauchen wir einfach die Batterien. Und von daher werde ich da jetzt auch weitermachen. Und Junior, wenn du da fertig bist und nichts mehr hast, dann... Also, ja, guck mal, ne? Bereite mal alles vor für Bahnhöfe, falls welche benötigt werden. Und kannst dir ja schon mal überlegen, wie da so ein Drohnen-Airport aufgebaut sein könnte. Okay? Ja. Alles klar. So. Und ich hatte jetzt hier schon das Abwasser aus dem Mixer. Das habe ich schon angestoßen. Sehr schön. Schwefelsäure und auch die Aluminiumoxidlösung ist hier angeschlossen. Genau. Und die Aluminium Casings sind auch dran. Den Jungs fehlt Strom. Und den Jungs, den fehlt Bauxit und Schwefel. Der Schwefel ist da drüben. Jetzt sehe ich das hier nicht. Hä? Da. Schwefel ist dran. Schwefelsäure wird gleich produziert, aber wir haben noch diese Aluminiumoxidlösung. Das heißt, da brauchen wir Bauxit. Und ich muss jetzt zuerst kontrollieren, wie viel Bauxit. Waren das 2 normale Bauxitquellen, was wir da angeschlossen haben? Das weiß ich nicht. Also, hier haben wir ein MK2-Band. Das ist dann nämlich nur normal und das ist ein MK3-Band. Das könnte eine reine sein. Das ganze Bauxit. Da ist da rein. Geht da komplett rein. Okay. Scheiße. 100% verbraucht. Übrigens, wenn man sich mal anguckt, wie das Bauxit hier verteilt ist. Auf der Map, ja. Dann hast du so eine Art Band, so einen Streifen von Bauxit. Echt? Ja. Wollte ich mal machen. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. In der Mitte durch. Ja. Genau. Stimmt. So, 360 Bauxit macht er jetzt. Thank you.
Okay, Leute. Oh, ihr seht doch schon, die Schwefelsäure, wie gelb und hässlich das aussieht. Hier haben wir die Aluminiumoxidlösung. Das läuft. So, ich fusioniere das Ganze noch an Batterien hier. Leute, da kommen die ersten produzierten Batterien. Habe ich noch nie gemacht. Auch für mich Premiere. Yes. Mich eigentlich auch. Ja, für uns alle drei. Was? Wenn wir Jochen mit einrechnen. Ach so. Ja, stimmt. Ich habe mich versprochen. Zwei. Ja, für uns zwei. Premiere. Ich kann hier ausrasten. Was ist denn das für... So verbuggt dieses Game manchmal. So krass verbuggt. Jetzt möchte ich nicht, dass du hier über dieses Game herziehst. Warum wir machen denn? Ja auch ein bisschen Werbung dafür. Das ist ein geiles Game, Leute. Geiles Game. Oh yes. Schon, aber... Ja, ja. Wow. Das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert. Das funktioniert super. Kannst du bitte mal kurz kommen? Nee, kann ich nicht. Ich bin jetzt gerade hier am... Wo bist du? Beim Lager. Ja. Unten. Also. Und was hast du denn da für ein Problem? Dass die Aufzüge und die Container nicht funktionieren. Welche Aufzüge? Welche Container? Welche Aufzüge und Container denn? Weiß ich nicht. So, ich bin jetzt hier... Lager. Ich bin nicht unten am Lager, sondern ich bin jetzt über dem Lager, da wo alles zusammengeführt wird. Komm mal unten zum Lager. Okay, muss ich runter. Zu welchem da, Produkt? Supercomputer. Computer, Aluminium-Sachen hinten, ja. Ich bin unterwegs. Ja. Sieht doch gut aus. Ja, jetzt guck mal hier in den Container. Ja. Ja, guck mal rein. Es geht da rein, da raus, zack, zack, zack. Was ist denn da drin? Eben nichts. Ja. Weil das nur in dem obersten Container ist. Ja, dann ist ein... So, ja, nee, das hier muss es ja sein. Ja, ja. Dann mache ich jetzt so. Das war nicht richtig. Mach den da wieder dran. Und? Jetzt guck mal nach unten. Ist es drinne? Jetzt kommt noch nichts. Ja. Aua. Das funktioniert nicht. Ja, ist in dem zweitoberen auch nichts drin hier. Nein, hier auch nicht. Und das im hängt oberen? In dem hier. Im oberen, ja, im ist, oberen was drin. Ist was drinne. Ah, verdammt. Ich baue den hier nochmal ab. Andersrum. Nee, so ist richtig rum. Ja. Nee, läuft nicht. Hier, es ist doch da irgendwie... So, lass mich mal kurz dran setzen. So, warte, ich glaube, bei dem war das Problem. Also. Hä? Warte. Warum machst du sowas? Meinst du das mit dem Förderband? Ja. Weil das ist ja. Es war ja eigentlich so, dass in den Patch Notes irgendwie stand, dass man das eigentlich nicht mehr machen musste. Muss man auch nicht, außer bei MK5. Bei MK5 muss man das irgendwie machen. Ja, ja. Ich da weiß seh nicht, ich, warum. Da sind überall die Lücken dazwischen. Ich sehe es. Aber manchmal hat es auch funktioniert. Hm. Ja, da muss dazwischen setzen noch. Bei dem. Ja, da muss ich noch. Ja, guck, da unten sind sie. Jetzt funktioniert's. Also. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Nee, ist ein Bug. Na gut. Weil eigentlich haben sie, glaube ich, gesagt, dass das eben nicht sein sollte. Ja, ist aber noch. Vielleicht haben sie es auch nur in der Experimental schon gefixt und wir haben ja jetzt ein neues Update bekommen für die Early Access, für die Stable. Aber da ist das vielleicht noch nicht drin. Keine Ahnung. Ja. Aber hier sind jetzt Batterien drin. Ja, ja, ja. So, ich gehe wieder hoch aufs Dach, damit die Leute ein bisschen was angucken können, wenn ich hier nebenbei auch was gucke. Oh Gottchen, das ist doch mal hier schönes, gesundes Grün da hinten. Oh. Schick. Schick, schick. Die Sonne steht irgendwo ganz oben. Wo ist sie denn? Ja.
Oh, Leute. Ist doch schick, die Natur. Und die verträgt das alles mit dem Beton. Und dem Rauch und so weiter. Die ist wieder für gemacht. So, der Junior macht jetzt noch ein bisschen Geysir anschließen. Mhm. Und... Ah, dann brauchen wir noch Gummi. Das war's jetzt eigentlich erstmal für die Folge, würde ich sagen. Vielleicht ist es dann auch eine kürzere Folge, dann ist es so. Macht ja nichts. Weil die nächsten Folgen werden deutlich intensiver. Es wird rund gehen. Wir haben riesige Produktionslinien. Wir müssen neue Quellen anschließen. Flüssigstickstoff müssen wir anschließen. Und ich flog mich auch mal zu Philoferrum rüber. Mal schauen, wie es da hinten aussieht. Weil jetzt, wo ich hier lang fliege, dort hinten, hinter Philoferrum, Richtung Wüste, aber so ein Stückchen weiter Richtung, ich glaube, das ist Norden. Nee, es ist Süden. Ja, klar, Süden. Da gibt es so quasi tropische Sumpfgebiete. Und da ist unwahrscheinlich viel Gift. Aber eben auch die Kombination an Rohstoffen, die wir brauchen. Und wir haben alles da. Das, was zusätzlich hinzukommen, also wir haben auch Kohle da in der Nähe, zwei normale Quellen und da müssen wir eine Quelle pimpen mit einem Schneckenfragment. Und dann hätten wir auch die Kohle dort. Na, die Statorenproduktion läuft, 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 läuft. Ah, ich wollte da hinten eigentlich hin. Blöd. Und wieder runter. Genau. Und ich würde sagen, einfach um diesen Meilenstein zu kriegen, das wird unser nächstes Projekt. Dann lasst uns mal kurz hier an den Masten gucken. Nicht dran pinkeln, aber mal gucken. Das ist hier so ein Minimum. Zack. Das heißt, unsere minimale Produktion liegt bei 11 Gigawatt. Hast du gehört? Ja, und der maximale Verbrauch sind 10,2. Das heißt, wenn wir die Produktion noch am Laufen haben, dann werden wir auf jeden Fall mit unserem Maximum, theoretischem Maximum, an das Produktionslimit rankommen. An das Niedrigste. Wir haben ja aber auch noch die Akkus dazu, die helfen ja dann. Ja. Ja. Das heißt, das könnte man zuerst machen und wenn wir das fertig haben, dann bauen wir uns mal ein Atomkraftwerk. Oh, stimmt. Oh ja, da freue ich mich auch. Ja, ja, das mag sein. Da ist man schön unwendig und hat so einen ekelhaften Anzug an. Ja. Man kann nicht fliegen. Die stimmt. Die Bahn fährt gerade hier. Stimmt. Diese Seite, da hinten ist es. Da, wo auch schon die anderen Giftfontänen sind. In diese Richtung. In diese müssen wir uns orientieren. Pass mal auf. Was man auch noch alternativ machen könnte, dass wir die Aluminium-Casings bauen an einem Ort. An einem anderen Ort die schweren, flexiblen Rahmen. Ja, also Alternativrezept. Und dann werden wir eins von den beiden mit der Bahn transportieren. Verstehst du? Ja. Aber das gucken wir uns nochmal ganz in Ruhe auf der Karte an. Okay, also Leute, die Folge ist durch. Was haben wir gemacht? Wir haben die Bauxit habe ich gepimpt, weil wir brauchen das Bauxit für Aluminium Lösung. Für die Aluminiumoxidlösung, weil wir ja die Batterien bauen. Und da haben wir jetzt 60 Stück die Minute raus. Also jede Sekunde eine Batterie für unseren Drohnenport, Flughafen und so weiter. Den wir hinten in Philoferrum, nee, nicht in Philoferrum, den wir da hinten in unserer Base, Philomania,
setzen werden. Und dazu hat der Junior schon mal eine zweite Bahnhofsetage erstmal blank gebaut, ohne dass da was passiert. Gottchen, ist das jetzt laut hier. Switche ich mich mal zack kurz hier runter. Und jetzt haben wir zwei Sachen. Ich habe jetzt nochmal eine geothermische Dingsbums angeschlossen. Genau, das hat er auch die ganze Zeit gemacht. Nochmal Geothermiequellen angeschlossen. Das war, wir haben jetzt einen Supercomputer ohne Ende. Da können wir jetzt das anschließen und uns dann, weil wir sowieso also produzieren. Ich habe heute schon vier Geothermal-Teile angeschlossen. Genau. Und jetzt würde ich gerne noch meinen fünften anschließen. Ja, ja, mach das. So, und zwei Sachen kommen jetzt als nächstes dran. Zum einen diese Rahmen, die da oben zu sehen sind. Das sind solche zusammengeschmolzenen Teile. Und das heißt, wir brauchen die einfachen modularen Rahmen, wir brauchen die schweren modularen Rahmen. Und dann kann man das machen zusammen mit dem Aluminium da irgendwie irgendwas. So, und das ist eine riesen Produktionskette. Das brauchen wir, um diesen Meilenstein zu schaffen. Und wir brauchen später dann wieder gut Energie. Das heißt, wir wollen die Atomkraftwerke bauen. Das ist der nächste Punkt. Das werden wir veranstalten. Und das werden dann ein paar Folgen werden. Ich gehe davon aus, das werden ein paar Folgen. Da müssen wir uns nochmal einen Plan machen. Und wir werden uns dann auch nochmal genau überlegen, wo wir das platzieren. Es wäre schon cool, wenn man alles in ein Gebäude packen könnte. Weil mit einem Gebäude, da ragt er mal wieder nett in den Himmel hinein. Und wenn man das so aus dem Dschungel herausbaut, ist bestimmt cool. Müssen wir uns mal überlegen. Müssen wir mal schauen. Also mein fünfter Geothermal-Dingsbums ist angeschlossen. Sehr schön. So, und mit diesem fünften beenden wir das jetzt ja auch. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Vor allem jetzt, wo wir in neue Gebiete vordringen, die wir bisher noch gar nicht behandelt haben. Wenn ihr Tipps habt, bitte her damit. Und ja, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo auf jeden Fall, Kommentare und ja, gerne teilen. Ne? Zeigt es ja, anderen Leuten und dann hoffen wir, dass sie auch Lust auf Satisfactory bekommen. Im Anhang sind noch ein paar Sachen verlinkt. Schaut es euch bitte an. Würden uns über jedes View, über jeden, der da was guckt, freuen. Und in dem Sinne sagen wir beide. Der junge Phil. Und ich, der alte Phil. Ciao, ciao. Mir knurrt eh der Magen. Jetzt gibt's mal kräftig was zwischen den Kiefer. Also, ciao, ciao.